Wendet euch nicht an uns, schreibt nicht uns, wir können euch da nicht weiterhelfen, sondern wendet euch an euer Arbeitsamt, an euren Berufsberater auf dem Arbeitsamt. Dort können euch die Leute ganz genau sagen, wie man sich bewirbt, welche Berufe für euch vorteilhaft sind und welche es überhaupt auf dem Markt gibt. So, und wenn man dann weiß, welchen Beruf man ergreifen will, was man tun möchte, dann kommt es darauf an, dass man sich richtig bewirbt. Und wer weiß schon, wie man sich richtig bewirbt, was in so eine Bewerbung hineingehört? Und deshalb dazu heute unsere weiteren Tipps. Berufswahl heute. Ausbildungsstelle gesucht. Wie bewerbe ich mich richtig? Das ist Gerda. Sie hat noch ein halbes Jahr bis zum Schulabgang. Und sie sucht immer eifrig in den Stellenanzeigen nach einem Beruf. Gerda möchte Bürokaufmann werden. Und das ist ihr Klassenkamerad Dieter. Hallo Gerda. Sag mal, hast du Mathe? Ich hab das schon wieder nicht. Ja, da. Was liest du denn da? Ach, ich suche eine Ausbildungsstelle für mich. Ausbildungsstelle? Oh, hab ich nicht mehr nötig. Mein Vater hat mich mit in den Betrieb genommen, ne? Und da hat der Meister gesagt, wenn ich mit der Schule fertig bin, dann kann ich da gleich anfangen. Oh, finde ich ja toll. Und was ist das für ein Betrieb? Oh, Büromaschinen, Schreibmaschinen. Weißt du, aber ganz genau weißt du es noch nicht. Und einen Vertrag, hast du den auch schon? Vertrag? So schriftlich? Muss man das haben? Ja, natürlich, Mann. Da musst du dich unbedingt mal drüber informieren. Scheiße, ich schätze, los, raus! Das ist der Betrieb, in dem Dieter vor ein paar Monaten kurz mit dem Meister gesprochen hat. Hier arbeiten Büromaschinenmechaniker. Sie warten, pflegen und reparieren mechanische, elektrische und elektronisch gesteuerte Büromaschinen. Kleine Teile werden mit großer Genauigkeit aus- und eingebaut und zum Teil auch selbst angefertigt. Hallo Dieter. Ach, wie geht's dir? Lange nichts von dir gehört. Na, jetzt bin ich da. Ich wollte fragen wegen der Lehrstelle. Ja, Dieter, du, bei deinem letzten Besuch wusstest du nicht, ob dich die Stelle interessiert. Und da waren so viele Bewerber. Dann habe ich sie weggegeben. Das tut mir fürchterlich leid. Das ist ja sehr blöd. Haben Sie nicht eine andere Lehrstelle noch für mich? In diesem Jahr nicht mehr, Dieter. Das tut mir fürchterlich leid. Der Meister macht Dieter klar, dass er sich früher hätte wieder melden müssen. Es waren inzwischen so viele Bewerber hier und da hat er sich für einen anderen entschieden. Jo, tschüss. Dieter hat vieles falsch gemacht bei seinen Bemühungen um eine Ausbildungsstelle. Eine lose mündliche Absprache darf man nicht für eine erfolgreiche Bewerbung halten. So ist es kein Wunder, dass ein Ausbildungsvertrag nicht zustande gekommen ist. Aber man kann auch gezielter vorgehen. Gerda hat erst die Anzeigen für Ausbildungsstellen in den Zeitungen durchgesehen, dort angerufen und gefragt, ob die Stelle noch frei sei. Doch leider erhielt sie nur Absagen. Hast du wieder Mathe? Puh, das ist nur Mathe. Ich habe meine Lehrstelle verloren. Was? Wieso denn das? Ich habe mich zu wenig drum gekümmert. Hat sie einen anderen gekriegt jetzt? Wir wollen mich nicht mehr. Kann dir ja helfen. Ach, ja, ich weiß ja nicht, wie man sich bewirbt. Zeig mal. Ach, weißt du, das ist eigentlich ganz einfach. Als erstes müsstest du dir mal klar werden, was du überhaupt werden willst. Ja. Und dann, wenn du jetzt Schlosser werden möchtest, ja? Mhm. Dann kannst du hier unter den Ausbildungsstellen schauen und eine Firma suchen. Der schreibst du dann ein Bewerbungsschreiben, schickst du deinen Lebenslauf und dein Zeugnis von dir. Dann bekam sie den Tipp, es doch mal beim Arbeitsamt zu versuchen, denn über die Hälfte aller Ausbildungsstellen werden hier vergeben. Also erstmal konnte mir das Arbeitsamt einige Stellen nachweisen und jetzt warte ich auf die Beantwortung meiner Bewerbungsschreiben. Also Zeitungslesen, zum Arbeitsamt gehen und... Ja, wie machst du das mit Papierkram? Ja, pass Was auf. Schickst du wohin? Das erkläre ich dir jetzt. Zu einer schriftlichen Bewerbung gehören mehrere Dinge, insbesondere ein Lebenslauf. Darin sollten folgende Angaben enthalten sein. Vor- und Zunahme, wo und wann geboren, Name der Eltern, Zahl der Geschwister, besuchte Schulen, Schulabschlüsse, Lieblingsfächer in der Schule, Hobbys, Berufswunsch, Unterschrift mit Ort und Datum. Nach Möglichkeit sollte man kurz erklären, warum man sich für einen bestimmten Beruf entschieden hat. Als Anlage gehören dann weiterhin noch dazu eine Abschrift des letzten Schulzeugnisses und ein Lichtbild. Und man bittet noch um ein persönliches Vorstellungsgespräch. Guten Tag, ein Spiegelei bitte. Ja. Hey, Dieter. Oh, hallo Gerda. Können Sie uns sehen? Ja.
Mensch, was hast du denn für einen Fummel an? Ist ja fetzig. Ist Geburtstag? Nee, ich war beim Vorstellungsgespräch. Ich habe eine Ausbildungsstelle. Weißt du, auch das Vorstellungsgespräch gehört mit zur Bewerbung. Man wird von der Firmenleitung zu einem Gespräch gebeten. Damit stellt man sich persönlich vor und lernt dabei auch seinen künftigen Arbeitsplatz kennen. Am Ende der gesamten Bewerbung steht der Ausbildungsvertrag, in dem die zwei Parteien, Auszubildende und Ausbilder, ihr Ausbildungsverhältnis regeln. Da steht mein Name, meine Adresse, wie viel ich verdiene, wie viele Stunden ich arbeite, wie viele Ferien ich habe, wann ich anfangen muss. Und auf der anderen Seite hat der Chef unterschrieben und ich. Und meine Eltern, die waren auch dabei. Tierisch, doch? Und nun das Ganze noch einmal in Kurzform. So bewirbt man sich richtig. Frühzeitig mit der Suche nach einer Ausbildungsstelle beginnen. Eine schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf, Bewerbungsschreiben, Zeugnisabschriften aufsetzen. Und drittens, man muss sich persönlich vorstellen, damit man sich gegenseitig kennenlernt. Dann dürften eigentlich keine Pannen mehr passieren. Schau mal, Dieter. Also hier hat mein Chef unterschrieben, da habe ich unterschrieben und da meine Eltern, die waren auch dabei. Tierisch. Wir sind schon fast wieder am Ende des heutigen Samstagnachmittags, bis auf ein paar Hinweise. Und der erste Hinweis, der gilt für alle Mannheimer oder die, die um Mannheim herum wohnen. Auch im Sommer 81 können wieder während der Schulferien vom 9. Juli bis zum 19. August alle Mannheimer Schüler kostenlos die vier städtischen Freibäder besuchen. Die einzige Bedingung ist ein gültiger Schülerausweis und den erhält man ja bekanntlich für eine Mark auf jedem Schulsekretariat. Der zweite Tipp für die Mannheimer, der Abenteuerspielplatz Waldpforte, ist auch in diesem Jahr während der Sommerferien wieder geöffnet. Und zwar gibt es dort ein spezielles Sommerferienprogramm. Dieses Programm kann man einsehen und erhalten auf dem Abenteuerspielplatz Waldpforte. Der dritte Tipp ist für die Leute in Geilenkirchen. Dort findet morgen der vierte Stadtjugendtag statt. Es gibt viele Attraktionen, viele einzelne Veranstaltungen, also geht hin, macht mit oder schaut zu. Und jetzt zuletzt noch ein Tipp in eigener Sache. Der Schülerexpress, der führt eine große Tauschbörse, eine große Ferienbörse durch. Und wer daran teilnehmen will, der kann dies tun. Er kann schreiben an das ZDF Schülerexpress, Kennwort Ferienbörse, Postfach 4040 in 6500 Mainz. Gesendet wird der Schülerexpress dann am 14. August und am 28. August. Also alle, die Lust haben, daran teilzunehmen, die mittauschen wollen, es sind auch einige Prominente dabei, die mittauschen, die können uns schreiben an die genannte Adresse. So, und jetzt grüße ich alle, nicht nur diejenigen, die schon Ferien haben, sondern auch die anderen und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal.